Wir sind im Juni 2024 und wir sind wieder am Brunnen und wir brauchen Wasser, denn jetzt wird es langsam warm. Insofern hoffe ich, dass wir uns hier gut amüsieren in unseren Themen. Erstmal wie immer kurzes Check-in und ich möchte es gerne dir geben, Marie-Rose. Du bist als erstes da und bist zu Okay. meiner Linken. Okay. Ich freue mich auch über die warmen Sonnentage und es ist heute nicht ganz so warm wie gestern. Und ich habe heute eine Freundin hier gehabt, eine 92-Jährige. Und wir haben wieder über die Kriegsgeschichten und so geschwart und wie gesprochen. Und ja, wie sowas zustande kommt, weil sie eben 32 geboren ist und als Kind eben in dieser Nazi-Zeit war. Also total spannend auch von jemand nochmal, der darüber reflektiert, wie es dann wirklich so zu einem, wie sowas aufgebauscht werden kann, wie der Nationalsozialismus. Ja, und das wirkt in mir gerade noch nach. Ansonsten geht es mir gut, ich freue mich. Ich gebe weiter an Ramona. Ja, danke, Mary Rose. Hier war es warm. Ich habe heute Morgen was gemacht. Über Mittag habe ich mich versteckt und dann war ich vorhin noch mal draußen und bin völlig deprimiert, weil die Blumen, so viel Wasser kann ich gar nicht tragen. Oder ja, also ich komme da irgendwie nicht vor, weil sie sehen sehr traurig aus. Also, aber ich habe immerhin ein Kompliment gekriegt von einer Mitbewohnerin hier im Haus und ja, mal gucken, was sich da vielleicht draus entwickelt. Also, Sundemann hat gesagt, er will jetzt auch gießen. Also, mal sehen. Weil ich will jetzt ja auch in Urlaub fahren demnächst. Also, ich hoffe, dass nach dem Urlaub noch was da ist. Gut. Annalisa. Ja, danke schön. Ich kann eine etwas gestellte Herleitung bringen mit dem Wasser, weil im Wasser gedeihen ja auch die Mücken sehr gut und ich habe gerade Mückenstiche ohne Ende. Mein ganzer Körper ist übersät mit roten Punkten. Und deswegen habe ich immer dieses kleine Heizgerät, um mir wenigstens die Stiche, den Juckreiz etwas wegzuheizen. Genau. Das war letztes Jahr auch schon so, aber doch jedes Jahr wieder eine Überraschung, wie anstrengend das ist mit dem Juckreiz. Genau. Dann gebe ich mal weiter an die Anna. Gerne. Ich bin neugierig, warum du, Ramona, sozusagen dich so wie um die Ecke zeigst. Also sozusagen, oder ist es nur bei mir, dass man dein Gesicht gar nicht so richtig sieht? Dann muss ich mich zurücklehnen. Danke. Ja, also ich komme gerade vom Tanzen. Also es war heiß und alle, vor allen Dingen die Männer, sind dann sehr verschwitzt, finde ich. Und gleichzeitig war es toll, weil jetzt an zwei Freitagen nicht konnte, weil halt was anders war. Bin ganz happy, einfach weil das eine, ja, Community ist, wo man einfach Menschen kennt und einfach vertraut ist miteinander. Und das finde ich schön. Ich gebe mal an dich weiter, Erika. Na, warte mal, Sapperlot. Ja, Birgitta, du verwirrst mich mit deinem Josephine. genau. Das ist dumm. Die Josephine Enrica heißt eigentlich Birgitta, gell? Aber sonst musst du sagen, Enrica, dann fühle ich mich auch betroffen. Okay. Und warum ist das so? Also warum änderst du das nicht? Ja, könnte ich eigentlich. Ja, das kann man irgendwie ändern, gell? Ich habe es einmal schon geändert, aber das ist jetzt nervig, wenn ihr Das euch. bleibt nicht. Du musst, wenn dann, deinen Namen auf der Zoom-Seite, auf deinem Ja, Account. und da gibt es einen Wickel, weil ich habe eine andere Zoom-Seite mit meinem richtigen Namen und die hat einen Wickel und jetzt habe ich den mit dem Namen. Jetzt eine Ist ja Zoom. nicht so wichtig. Ja. Schön, dass du wieder da bist. Ja, Wir haben. mich freut es auch, dass ich es wieder geschafft habe. Und ja, heute war Schulvorstellung von einer Enkelin, die hat da eine Piratenturnvorstellung mit ihrer Klasse gemacht und dann waren es allen sehr heiß und dann sind wir noch, die Schule ist in der Nähe von einem See, dann sind wir in den See noch hineingehüpft und jetzt habe ich es geschafft, dass ich rechtzeitig hier bin, nachdem ich noch meine Gasabrechnung diskutiert habe mit unserem Mitbewohner.
Ja, und freue mich über alle Themen und so, aber ich bin irgendwie nicht vorbereitet mit irgendwas. Ich weiß gar nicht, was jetzt laufen wird, aber ich lasse mich überraschen und gehe weiter natürlich an die Adelheid. Ja, no problem. Wir lassen uns alle überraschen. Für mich Check-in, ja, es ist schön warm, so, aber drin in der Wohnung ist es vergleichsweise kühl. Ist noch nicht richtig heiß, ist noch keine Hitzewelle, aber so, ja, warm. Morgen soll es angeblich 37 Grad werden, aber bei mir ist es immer mindestens 3 Grad kühler. Insofern, ein Tag ein bisschen warm macht ja nichts oder zwei. Wenn es nicht Hitzewellen kommen, bin ich ja schon zufrieden. Ansonsten, ja, mir geht's gut. Ich habe ein paar Freundinnen zu besuchen, denen es nicht so gut geht. Und das sind auch so ein paar Themen, die auch dann für mich irgendwie so von Belang sind, nicht? Was ist, wenn du mal in solche Zustände gerätst, wo du nicht mehr allein kannst? Ja, ist das schon mal ziemlich doof. Gut, das ist das eine. Das andere ist das Thema. Anna, du hast gesagt, dass dich was brennend interessiert und nachdem du letztes Mal schon das Thema gegeben hast und dass es da sehr spannend geworden ist, wollte ich dich einladen, da doch mal was dazu zu sagen. Es wirkt, danke für die Einladung. Ich denke mal, ich habe gesagt, ich will mich nicht vordrängeln. Aber wenn du eben so die Mail schickst, was gibt es für ein interessantes Thema, dann kann ich einfach sagen, was mich halt gerade beschäftigt. Und das ist eine Diskussion mit einer Freundin, die ganz viel Vipassana macht und angeblich Kundalini-Erfahrung schon hat, also irgendwas durchgegangen ist und so. Und die nervt, dass ich immer wieder anfange, sozusagen zu, in Anführungszeichen, zu klagen über all das, was sich in meinem Leben nicht verwirklicht hat. Also das heißt, ich bin eher Trauma informiert und sie betont, das soll man doch jetzt bleiben lassen. Es ist doch viel wichtiger, eben im Jetzt zu sein und nicht das Opfer der eigenen Geschichte zu sein. Und hat mir einen Link vom Eckhart Tolle zugeschickt. Wir haben uns dann geeinigt, dass wir agree to disagree sozusagen in diesem Thema, weil ich eben der Meinung bin, dass Traumaforschung, also die sind doch auch nicht blöd, also im Sinne von Ken Wilber gesprochen, niemand irrt sich total. Also diese Erkenntnisse, was Trauma mit einfach mit dem System insgesamt und mit dem Körper macht, dass man das nicht einfach ignorieren kann und im Jetzt sein und deswegen im Prinzip eben, wie sagt man, das Gegenteil von Opfer ist, ja, Handlungsfreiheit hat mit all dem, was man eigentlich will. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Ja, und du hast dann noch gesprochen zu der Dualität oder auch Nicht-Dualität, Verbindung zwischen Geist und Materie. Und ich finde es eigentlich ein ganz gutes Thema, abgesehen von Trauma, ja, natürlich. Mal sehen, vielleicht können wir das ja zusammen irgendwie weben. Marie-Rose, im Anfang, bevor wir aufgenommen haben, hast du da eigentlich eine ganz schöne Einführung gegeben zu dem, wie du das Thema siehst. Magst du das jetzt mal wiederholen, so für Ja, alle? kann ich gerne, weil es sich für mich so anhört, eben, da ist die eine Person, die sagt, nee, der Geist herrscht immer über die Materie. Und wenn man mit dem Geist sich positiv, nur positiv orientiert, dann klappt alles, dann geht es einem immer gut oder so. Und der andere sagt, nein, es gibt auch die Materie, die den Geist beeinflusst, die unser Denken und unser Fühlen beeinflusst, wenn wir traumatisiert worden sind oder überhaupt einfach auch normale, schwierige körperliche Erlebnisse, die beeinflussen unseren Geist, die beeinflussen unser Denken. Und da kann man, das kann man nicht einfach, also kann man auch nicht einfach abtun, ja, dann denk mal positiv oder dann geht das alles von alleine weg, sonst. Und ich bin auch überzeugt eben, dass diese Traumageschichten wohl, dass das wichtig ist, diese Forschung ist wichtig und dass es da Heilung geschehen kann. Und auf der anderen Seite natürlich kann man auch vom Geistigen her selbst auch was beeinflussen. Aber das ist in jedem Leben ist das unterschiedlich, ne?
Es braucht eine Balance. Man soll nicht im Opferbewusstsein hängen bleiben, meiner Meinung nach. Aber andererseits macht es auch keinen Sinn, wenn es einem richtig schlecht geht, da irgendwie einem positive Gedanken überzustülpen. Das bringt uns auch nicht weiter. So würde ich es kurz fassen. Und da braucht es meiner Meinung nach einfach auch den gegenseitigen Respekt. Wenn jemand gerade auf der Schiene ist, wo er mit Meditation alles hinkriegt in seinem Leben, ja gut, wunderbar, ne? Aber wenn jemand gerade oder auch öfter, weil er vielleicht Schwierigeres in seinem Leben erlebt hat, immer wieder auch in diese Heilungsprozesse braucht, um klarzukommen mit dem Leben, dann muss das auch respektiert werden. So sehe ich es erstmal. Passt das zu dem, Anna, wie du das Thema gesehen hast? Ja, also ein Aspekt war jetzt interessant zu hören, dieses, dass es ein vorübergehender, also ein vorübergehender sozusagen Zustand ist, jetzt speziell dieser Freundin, die halt einfach gerade diese Erfahrung macht, die letzten, ich keine Ahnung, 3, 4 Jahre mit Vipassana, und dass es ihr gut geht damit. Und ich habe halt den Eindruck, sie lässt sozusagen dem anderen keinen Raum. Und also vor allen Dingen dann Zitat, Eckhart Tolle sagt, du sollst kein Opfer deines Schicksals sein. Und ich merke eben, es lässt mich zweifeln angesichts der neuen Erkenntnisse, wie stark eben der Körper sich auswirkt auf Denken und aufs Fühlen. Also vor allen Dingen biografisch, wir wissen ja bis heute noch nicht genau, wo was gespeichert wird. Und vielleicht ein Aspekt, ich behaupte, geht nicht um Heilung, sondern es geht irgendwie um Integration, um sozusagen Frieden schließen zwischen diesen unterschiedlichen Anteilen. Ich würde dazu auch sagen, dass es ja nicht unbedingt nur dein Leben ist und das, was du erlebt hast, was da irgendwie das beeinflusst, sondern wir wissen ja gar nicht, wie unsere Vorfahren und was im kollektiven Feld geschehen ist, was das auf uns einwirkt. Natürlich kann man versuchen, Meditation, alles Mögliche zu machen, aber man kann auch Leute zitieren. Wir haben oft genug Ken Wilber zitiert und so, aber. Ja, und wahrscheinlich ist es auch eine Phase, wo man versucht, alle Leute zu überzeugen, ich habe das jetzt gefunden und das musst du unbedingt auch machen und so. Aber es ist sicher doch nicht der Endpunkt, nicht? Insofern, jeder muss seinen Weg gehen, und ich sehe das wirklich als eine der großen Schwierigkeiten an, den anderen ihren Weg zu lassen. Ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich weiß nicht, in welcher Gruppe, von meiner Freundin hier. Ich soll ihr ihren Weg lassen, aber die eben auch hilfsbedürftig ist und so, aber ist sehr schwierig. Ich sage ihr knallhart, was ich denke, ne? Und dass sie da was rational machen müsste, statt so rum. Vor allen Dingen, wenn der Weg des anderen bedeutet, dass er dich mit einplant oder mit einem, wie soll ich sagen, belastet, sagen wir es mal so, ja. Und dann ist eben das schon ein bisschen grenzwertig, sagen wir mal. Vor allem wenn es dauerhaft ist. Wenn man jetzt mal abladen muss, dann ist das klar. Aber das kann nicht auf Dauer so passieren. Habe eine Frage. Was ist mit dem Konzept des blinden Fleckes? Was ist mit dem Konzept des blinden Flecken? Johari-Fenster. Also da habe ich jetzt überlegt, wie weit greift das jetzt sozusagen in das Thema ein? Also ist die eigentliche Frage. Ich denke, das gibt es auch in beiden, bei beiden Haltungen. Jemand, der sagt, ja, alles geht nur, wenn ich positiv denke oder so, der kann einen krassen blinden Fleck haben. Und jemand, der in seinen Traumata hängen bleibt, der hat auch dann irgendwo einen krassen blinden Fleck.
Also für mich ist tatsächlich diese Argumentation, wenn positiv denken oder Meditation nicht hilft, dann kann es keine geistige Ursache haben. Also der Umkehrschluss stimmt für mich so nicht. Also ich denke schon, dass sehr, sehr viele Dinge eine geistige Ursache haben, aber das heißt noch nicht, dass jede geistige Heilungsmethode dann unbedingt greifen muss. Das kann auch, also so wie es beim Körper ja auch verschiedene schwere Krankheiten gibt, gibt es auch im geistigen Feld verschiedene Verknotungen. Und das heißt jetzt nicht, dass alles mit Meditation vielleicht weggeht oder also das mit dem Positivdenken, da bin ich sowieso sehr skeptisch, weil meistens produziert man damit genau das Gegenteil, weil man weiß eigentlich, dass es nicht stimmt und bekräftigt damit das, was man unbewusst oder eigentlich glaubt. Ja. Ich bin unglücklich, dann muss ich sagen, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich. Wenn ich nicht unglücklich wäre, hätte ich gar kein Bedürfnis, weil ich muss auch nicht dreimal am Tag sagen, dass ich Zähne putzen kann. Das kann ich einfach. Also wenn was selbstverständlich ist, ist gar kein Bedarf da. Aber wie gesagt, das hat mit geistigem Heilen oder mit geistigen Ursachen nicht direkt was zu tun, aus meiner Sicht. Ich mag was, also einfach richtig stellen. Es geht nicht um positives Denken, um Gottes Willen, sondern es geht, wenn man noch dazu eben Eckhart Tolle sozusagen sich auf den bezieht, es geht darum, zu verhindern, indem man zurückgeht und immer wieder guckt in der Vergangenheit, was ist alles nicht gut gelaufen. Also diese Trauer oder Bedauern, je nachdem, oder Klage. Ich meine, das sind ja Qualitätsunterschiede im Umgang damit, wo ich da stehe. Aber es hat nichts mit, und da ist die These, dass sozusagen die Rillen, dass man sich immer wieder damit beschäftigt und dadurch eigentlich drin hängen bleibt in der Schlaufe. Und das andere ist, im Jetzt zu sein, also nicht positiv denken, sondern im Jetzt zu sein, also sozusagen nicht immer wieder zurück in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu gehen. Und wenn man da eben an Vipassana denkt, da geht es ja um Bewusstheit drüber, bin ich, wo bin ich? Also es geht ja um die Beschreibung entweder meines Denkens oder auch meines körperlichen Zustandes, also diesen Beobachter zu installieren. Dabei finde ich, dass man nicht außer Acht lassen soll, dass der Eckhart Tolle ein riesig großes Erwachungserlebnis gehabt hat. Und dass er schon auch in einem anderen stabilen Grundzustand ist als die meisten anderen Menschen. Und das ist sicher ein Weg, diese Gegenwart, ja, ich habe vorhin vielleicht nicht das nicht so, aber ich habe das gemeint, was du sagst, ne? Anna, ne? Ja. Und dass das nicht für jeden so einfach ist. Wie für jemand, der wirklich so ein großes Erwachungserlebnis hatte, wie Eckhart Tolle. Und ich mag vielleicht eins ergänzen. Also wir haben uns ja geeinigt, so ungefähr, dass das unterschiedliche Sichtweisen sind, dass wir da nicht drüber, also nicht recht haben wollen. Aber sowas wie, mir fällt meine eigene Oma ein. Ihr habt jetzt ja über Kriegserfahrungen gesprochen und die Oma hat uns Kinder aus ihrem Leid heraus, die hat zwei Weltkriege erlebt, uns Kinder und war Witwe und hat uns immer wieder erzählt, ihr Mann ist tot, er liegt im Leichenhaus. Also da war ein Unfall und dann ist sie Witwe geworden. Und das hat sie immer wieder uns erzählt. Und da geht es doch darum, dass dieses Mitgefühl, also dass da irgendwo ein Prozess sein muss, der bezeugt, das war schrecklich, es war schlimm, also dass so ein Heilungsprozess eigentlich eben sowas braucht, weil dann hört es auf, ist jetzt meine These. Man wiederholt ja immer nur, weil man nicht gehört wird oder weil man beschwichtigt wird. War ja gar nicht so schlimm oder hör jetzt endlich auf damit und sei im Jetzt. Also diese Sachen, also ich kenne das total gut. Ja. Und ich Damit. habe auch aus meiner Erfahrung, solche Gefühle müssen irgendwann wirklich in ihrer ganzen Tiefe gefühlt sein. In einem geschützten, geborgenen Raum oder wenn man sich den selbst schaffen kann. Und das bringt einen in die Gegenwart, weil das ist eine Gegenwart, wenn so eine Trauer da ist. Dann ist das eine richtig starke Gegenwart.
Ich wollte dazu sagen, ich habe gerade einige Vorträge von Gerald Hüther gehört. Und da geht es eben genau darum, wenn du als Kind nicht gehört wirst, wenn du nicht wahrgenommen wirst und dass sich dann dieser Gefühlsstau zeigt, verifiziert oder so und dich dann so gefangen hält. Und da kommen ja auch die Traumata her. Und da komme ich zu dem anderen Thema, was ich vorhin gerade noch sagen wollte. In der Gegenwart sein, ja, ist schon schön. Aber wie weit ist die Gegenwart bestimmt von solchen Sachen? Wie weit sind wir da frei, so zu sein, wie wir sind? Wir denken vielleicht, wir sind so, wie wir sind, aber wir sind doch so bestimmt durch das, was geschehen ist. Und solange man das nicht angeguckt hat, solange man die Konditionierungen so überhaupt nicht kennt. Ich meine, ich will nicht sagen, dass man die wirklich jemals ganz kennen kann, ne? Aber wenn man sich nicht damit befasst, dann bist du in der Gegenwart, aber bist irgendwie ja, konditioniert in dieser Gegenwart. Und nützt dir das dann, wenn du jetzt bei Vipassana sagst, was weiß ich bin jetzt traurig oder ich bin jetzt irgendwas. Ich habe da so meinen persönlichen Zweifel dran, ob das. Es ist sicher eine gute Übung, ja, aber ob es das letztendlich ist, okay. Soweit zu mir. Naja, die Feuerprobe ist ja genau dann, wenn man mit jemandem in Kontakt kommt, der das nicht macht. Wenn man Vipassana übt und in der Gegenwart sein will und dann ist jemand, der klagt. Und dann fällt man raus aus seiner Meditation, aus seiner Gegenwart. Dann kann man sie auch umdrehen. Also diejenige, die das nicht halten kann, hat vielleicht da ein Thema, das sie damit abwehrt. Aber, also es ist nur Spekulation jetzt, aber das, auch die Seite gilt es hier anzuschauen. Weißt du, was ich meine, Anna? Du Du bist stumm. bist gerade stumm geschaltet, deswegen höre ich Bist jetzt nicht. stumm. Okay, also noch nicht wirklich. Klar kann dann was, wir werden ständig aktiviert. Also ich finde, das ist ein gutes Argument eben, dass die Gegenwart bestimmt ist von dem, was erledigt ist oder eben was immer wieder mitschwingt. Nein, ich habe es gerade umgedreht. Also es gibt einen Guru-Meister, der gesagt hat, wenn du glaubst, du bist erleuchtet, verbring ein paar Tage bei deinen Eltern. Ja, also wenn du mit jemandem zusammen bist, der nicht genauso drauf ist, nicht die gleiche Methode anwendet wie man selber, und sich dann darüber aufregt, dass der andere das nicht macht, dann hat man ja vielleicht selber ein Thema. Also statt zu sagen, mach du mal besser wie Vipassana, kann man sich selber im Mitgefühl üben und in der Ruhe bleiben, und sich nicht, ja, einfangen lassen von Themen anderer Leute. Genau, und nämlich wenn das so aufkommt als Trigger, bedeutet das, dass man da gerade noch mal bei sich selber hingucken muss, ja? Da ist irgendwas noch im Dunkeln, ja? Weil sonst könnte man ja entspannt Mitgefühl haben und im Frieden sein und dem anderen mit GFK oder so weiterhelfen oder was auch immer einem einfällt, statt Auf jeden Fall zu machen. empathisch begegnen dem anderen. Empathisch begegnen statt mit Vorwürfen und Ablehnung, weil man es nicht Und aushält. statt mit, ja, mit Empfehlungen und Ratschlägen. Ja, da fällt mir jetzt ein, also jetzt bin ich natürlich sehr persönlich sozusagen aus diesem Gespräch mit dieser Freundin im Prinzip, die das nicht aushält, weil ich dann noch gesagt habe, dieses. Es geht um Empathie, wirkliche Empathie, nicht Sympathie, sondern wirklich Empathie. Und dann war eben, kam raus, dass sie es nicht aushält, sondern dass sie löst, sie nennt es lösungsorientiert ist, in Richtung eben es nicht stehen lassen kann, sondern, du hast jetzt gesagt, Ratschläge, aber dass das tatsächlich so ein Element ist von, ich weiß, wie du. Was du machen könntest, um rauszukommen aus dem Zustand, wo du halt merkst, du bist wieder in der Vergangenheit. Und ich glaube wirklich,
dass es darum geht, sogar stille Empathie, also eben genau eben nichts zu sagen, sondern da bleiben zu können, aber eben mit einem freundlichen oder milden oder was auch immer Blick oder dabei bleiben. Ohne Bewertung. Der Eckhart Tolle hat in einem Buch, fällt mir gerade ein, eine Geschichte beschrieben, wo er geübt hat, in absoluter Präsenz zu bleiben. Und eines Abends klingelt es an seiner Tür und die Nachbarin ist da und hat eine ganze Kiste mit Briefen dabei. Und ohne ihn zu fragen, kommt sie rein und breitet es bei ihm im Wohnzimmer aus und regt sich fürchterlich auf, dass, was weiß ich, wer ja alles an Karren fahren will, sozusagen. Und er bleibt, also er beschreibt es so, dass er wirklich alle Energie aufwendet, praktisch um in absoluter Präsenz zu bleiben. Und plötzlich schaut sie auf die ganzen ausgebreiteten Papiere und sagt, das ist alles gar nicht wichtig, oder? Also das war so eben stille Empathie und Präsenz, ja, was, also ich meine, die Meisterschaft muss man erstmal hinkriegen. Ich lese jetzt gerade zeitweise ein Buch vom Omri Böhm. Das ist so ein umstrittener israelischer Philosoph, der von den Israelis auch als selber, obwohl er Jude ist und in Israeli als Antisemit bezeichnet wird, in dem wie er denkt. Und der hat, da ging es auch darum bei ihm, um diese ständige Erinnerung in Israel, dass sozusagen in der Staatskultur das einen großen Teil hat, auch in der Armee und in der Schule, dass man den Holocaust erinnert und die Shoah erinnert und ganz bewusst erinnert. Und er sagt, es ist ganz wichtig zu erinnern, aber zu erinnern, um zu vergessen. Und das in die Präsenz holen und dem den Raum zu geben, so wie das mit den Briefen, was du jetzt erzählt hast. Und der hat es geschafft, praktisch dem still die Präsenz zu geben. Ob das jetzt still ist, glaube ich, oder ob man da spricht, ist vielleicht individuell, ja. Aber diese Präsenz bei Bedarf wirklich zu geben und dann aber auch die Möglichkeit zu geben, und jetzt hat es seinen Platz gehabt, aber es muss nicht meine ganze Gegenwart jetzt dauernd überschwemmen und nicht zu vergessen, dass man es wegvergisst, aber es ist ein bisschen ein provokantes Statement. Ich habe es selber für mich noch nicht ganz verarbeitet, aber es ist mir jetzt eingefallen, jetzt wollte ich es halt dazu bringen, ja. Man vergisst dann nicht die Shoah, aber man braucht sie nicht, um sich selber seine Identität zu schaffen, zum Beispiel, ja. Oder um sich selber seine Rolle im Leben zu finden. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich meine, man könnte das auch für Deutschland sagen, also für Nationen, aber eben für Menschen, für einzelne Menschen auch. Das ist ja praktisch die Traumaarbeit, wenn du das machst, das anzugucken, so lang, bis es diese Macht über dich verloren hat, ne? Und dasselbe wäre also auch die Nationen, ne? Die haben ja jede Menge ähnliche Geschichten, die sie nicht wirklich verarbeitet haben und dann Blödsinn machen anschließend. Jetzt schauen wir. Jetzt schauen alle auf die Schrift und es kommt kein Mensch dazu. Schon mal, ja. Victoria. Mir gefällt auch der Ausspruch da. Erinnern, um vergessen zu können, um vergessen zu, ja, um diese, die, damit die Möglichkeit passiert, dass Schwieriges vergessen werden kann. Weil es integriert worden ist, weil es ja geheilt worden ist. Genau, und nicht ständig als mahnendes Schwert so, ne? Das nützt ja gar nichts, solange es nicht in der tieferen Ebene. Ja, und auch das, was du gesagt hast, Heidi, dass es die Macht über einen verliert, ne? Und da sehe ich gerade auch in Israel ein Riesenproblem, dass das Macht hat, die sich sehr ungünstig auswirkt. Du bist stumm, Brigitta. Ja, ich habe nur zugestimmt. Ihr habt nichts sonst gesagt.
Victoria, willst du mitmachen? Hier bist du. Hallo, hallo, hallo. Ja, hallo. Ja, Verzeihung, ich hatte einen anderen Termin. Ja, ich will nicht stören. Also es ist sicher gibt es eine bestimmte Dynamik. Ich höre gern zu. Danke. Bleib da nicht, dass wir deinen Namenszug sehen. Lass uns dich angucken. Okay. Es geht um in der Vergangenheit sein oder in der Gegenwart sein und über die Macht des Geistes, über die Materie oder die Materie über den Geist. Sind das zwei verschiedene Themen? Letztendlich das Gleiche. Wir haben das jetzt eben schon einigermaßen erarbeitet. Guck halt, ob du mit der Zeit was dazu sagen kannst und wir machen einfach so weiter, wo wir sind. Gerade mal. Es ging um die Verarbeitung von Vergangenheit, wenn die nicht verarbeitet ist. Sag nochmal den Spruch, Birgitta, den von dem Philosophen. Du musst dich aber wieder entstummen. Erinnern, um zu vergessen. Also da geht es darum, dass man schwierige oder traumatische Erlebnisse ganz bewusst hervorholt und dem auch, wie die Annalisa gesagt hat, Präsenz zubilligt, sowohl als empathischer Mensch als wie als der eigene Mensch, der betroffen ist, direkt. Und dadurch Möglichkeit schafft, nicht das völlig wegzuvergessen, aber so zu integrieren, dass es vielleicht auch sogar irgendwann eine Art von Ressource wird oder zumindest keine Bedrohung, die das Leben ständig bedroht. Was mir jetzt als Frage auch auftaucht, weil die Victoria so gefragt hat, wie hängt das jetzt wirklich mit zwischen Materie und Geist genau zusammen? Das ist mir auch nicht so ganz klar. Ich finde gerade, du hast noch was total Wichtiges jetzt gesagt. Ein früheres Traumata kann ein Trauma kann irgendwann zur Ressource werden, wenn es integriert ist, weil es geht ja nie ganz weg. Das bleibt ein Thema, aber es kann zur Ressource werden. Es kann uns selbst dann Heilungsfähigkeiten geben und oder was weiß ich was, ja. Wenn es wirklich erlöst ist, dann kann man positiv damit arbeiten. Genau. Zum Zusammenhang zwischen Materie und Geist, wenn du also ein schlimmes Trauma mit dir rumschleppst, kann es durchaus sein, dass der Körper krank wird. Ne? Oder auch dann, du verwirrt bist im Geist oder weiß der Teufel was. Also es hat schon einiges miteinander zu tun, würde ich sagen. Und wenn man eben nicht an die tieferen Schichten seiner selbst kommt, dann kann man halt so einfach vor sich oberflächlich hin leben, aber ich glaube, da sind viele Krankheiten sind durch sowas passiert, dass man eben, also ganz offensichtlich, wenn du immer irgendwie abwesend bist oder so und irgendwie so ein oberflächlich dahin, dann bist du nicht aufmerksam genug, ja, und dann fällst du um oder machst einen Autounfall und sowas. Das ist die oberste Ebene. Aber dann gibt es ja noch sehr viele andere Ebenen, wo sich das auswirken kann, nicht? Und dass man dann durchaus krank werden kann durch das, was innen passiert, wenn es nicht aufgelöst wird. Und wenn es aufgelöst wird, kann man durchaus gesund werden, ja. Also auch körperlich, aber auch seelisch, geistig, nicht? Insofern. Ja, danke für die Hilfe. Jetzt bin ich wieder dabei. Okay. Ja, letztlich die sogenannten Wunderheilungen gehen ja auch darauf zurück, dass praktisch der Geist korrigiert wird, geheilt wird und der Körper dann sofort mitmacht, sozusagen. Also das sind jetzt eher Ausnahmefälle. Und umgekehrt ist es aber, glaube ich, wenn was tief, also in der Materie schon starke Schäden verursacht hat, dann braucht es wahrscheinlich auch auf der materiellen Ebene, auf der physischen Ebene Unterstützung. Also ich habe eine Freundin, die arbeitet sehr viel geistig, also die ist im Bruno Gröning-Freundeskreis, das war ja so ein Geistheiler nach dem Zweiten Weltkrieg.
Und die lösen da ganz viele Themen. Und sie selber hatte jetzt aber über Dezember, Januar ein ganz dickes Geschwür am Hals. Und ich hatte schon nicht, also ich hatte schon damit gerechnet, dass sie den Januar nicht überlebt. Und sie hat dann tatsächlich irgendwann Chemo gebraucht. Also normal, also sie hat sich lange gesträubt, aber irgendwann war klar, wenn sie sich entscheidet, weiterleben zu wollen, dann muss man jetzt auch physikalisch sozusagen noch oder chemisch mit eingreifen, weil rein mit Geistheilung funktioniert das in dem Stadium dann nicht mehr. Aber sie hat das geistig unterstützt und begleitet und es hat eine einzige Chemo gereicht. Also keine Serie von 5, 6, 7 Infusionen, sondern eine einzige hat genügt und jetzt ist das alles komplett verschwunden. Also Und muss. umgekehrt, was für uns mittlerweile auch manchmal selbstständig ist und dann nicht mehr so berücksichtigt wird, dass Materie unseren Geist beeinflusst. Gesunde Nahrung, ein gesundes Umfeld in der Natur sein oder ob man in der Stadt im Beton und wo im Straßenlärm, das macht auch was mit unserem Geist, das macht was mit unserem Denken, das macht was mit unserer Psyche. Und Materie kann genauso gut den Geist erschaffen wie umgekehrt. Ja, und auch die Strahlungen, die ständig auf uns einwirken, die können positiv oder negativ wirken, wie auch immer. Und dann gibt es auch eben, da kommt die Frage nach dem Grund, zum Beispiel von solchen Geschwüren oder sowas. Und da wird ja immer gesagt, ja, du hast dich nicht geistig genug oder irgendwas. Ja, aber es gibt spirituelle Lehrer, die sind auch an Krebs gestorben. Viele. Und dann gibt es Menschen, die ihr Leben lang in einer Asbestfabrik gearbeitet haben und haben Krebs gekriegt. Und ob das nur unbedingt aus spirituellem Mangel ist, das würde ich dann eben auch bezweifeln, ja. Also diese ganzen Aussagen, das ist so und nicht anders. Ja. Ja. Die Die sind. DDR hat akribisch dokumentiert. Und zwar unten in Thüringen ist die Wismut, heißt das, glaube ich, oder so ein Urangebiet, wo sie abgebaut haben. Und sie haben bei der Analyse ist dann rausgekommen, dass die, ich sag mal, Ureinwohner dort, das ging den Amt vorbei, ja, die konnten da arbeiten, machen, tun. Aber wenn ich jetzt da einheirate oder hinziehe oder für den Job, also die Fremden, die nicht sozusagen natürlich immunisiert waren, um das mal einen Begriff zu sagen, die haben dann Krebs gekriegt. Das hat man aus den Dokumentationen ganz klar rausgekriegt, um einfach nur noch mal ein paar materielle Fakten zum Thema Krebs auch zu sagen. Und das fand ich eine faszinierende Information, wenn ich das sagen darf. Also mir fallen, Über also ich merke, ich bin jetzt ratloser als zuvor, weil ich mit mit so einer Aussage, Geist und Materie lassen sich nicht wirklich trennen, also Mind over Matter oder so oder umgekehrt. Wie viel, also deswegen kommen jetzt so Fragen auf, eben Placebo-Wirkung, die ist ja unglaublich, dass die Medikamente im Prinzip über, ich weiß nicht, einen Prozentsatz nachweisen, weil man weiß, dass alle Medikamente wirken können. Auch wenn es ein Placebo enthalten, bis zu, ich weiß nicht, 40% oder so. Und gleichzeitig merke ich, mir fehlen die Argumente, außer noch dieser Hinweis, also wir können ja nicht mit dem Wollen, also unseren Willen beeinflussen. Und jetzt zum Beispiel Wunderheiler ist ja angesprochen worden, Anita Moriani fällt mir jetzt ein als eine, die sozusagen durch die Welt reist und eben ihre eigene Heilungserfahrung nutzt, um andere zu inspirieren. Und gleichzeitig wissen wir nicht, was genau die Wirkung, die Heilwirkung ausgemacht hat. Und man kann es nicht machen, weil wir eben unser Bewusstsein und unser Frontalhirn bestimmt ja wirklich nur unglaublich wenig an dem, was unterschwellig unter der Oberfläche auf unser System einwirkt. Ja, und wenn du noch in Bezug setzt, dass die Seelenlehre, dass du mit einer bestimmten Aufgabe auf die Welt gekommen bist und so weiter, das ist ja noch einmal ein Einfluss, nicht? Also
Wenn eben sozusagen vorbestimmt ist, dass du, was weiß ich, deine Aufgabe die Krankheit ist und dass du dann das lernst, damit fertig zu werden, ist das ja eine andere Voraussetzung, als wenn du das nicht hast, ja? Also ich möchte immer von dieser Gegenwart und diesem Körper und diesem Ich sozusagen ein bisschen weggehen. Das kann ja noch sehr viel andere, tiefere Einflüsse haben, von denen wir absolut keinen Schimmer haben, ja? Und wahrscheinlich auch nicht haben können. Und insofern, die Idee, dass was mir hilft, dir jetzt auch helfen muss, unbedingt, halte ich doch ein bisschen für leicht vermessen, ja? Keine Ahnung, du hast andere Vergangenheit, hast ein anderes Surrounding, du hast ein anderes, alles anders. Also muss deinen eigenen Weg finden, nicht nur in der Spiritualität, auch in der Heilung und in der Bewältigung deiner Aufgaben im Leben und so weiter. Also. Deswegen gibt es ja aus meiner Sicht so viele, was sind das, glaube ich, fast 100.000 Buchveröffentlichungen jedes Jahr. Und das sind ja nicht jedes Jahr 100.000 neue Themen, das ist ja Quatsch, sondern ich habe mir zu Uni-Zeiten immer 3, 4, 5 Bücher zum gleichen Thema gekauft, weil das Volkswirtschaft kann man sozusagen in Prosa weitergeben, man kann es rein mathematisch weitergeben, also einfach der einer den Schwerpunkt, den andere der Schwerpunkt, ja. Also schon aus diesen Gründen finde ich, also ja, und mit den Heilmethoden ist das dasselbe. Und ich merke bei den Heilmethoden zum Beispiel, dass was ich heute brauche oder haben möchte, sagen wir vielleicht mal so, oder benutze, ist was ganz anderes als vor 20 Jahren. Also vor 20 Jahren gab es eigentlich nur die Götter in Weiß. Und da hätte ich alles gesagt, alles andere ist Esoterik und lass mich, es ist ja alles Geldverschwendung und was weiß ich, was mir dazu eingefallen wäre, aber nicht, dass das, also Bruno Gröning hätte ich gesagt, hier so, habt ihr einen Schuss weg oder so, das ist ja ein Spinner vorm Herrn, ja. Also, na, ist einfach so, Punkt, ja. Also, meine Mutter glaubt ja heute noch an die Götter in Weiß und das ist alles richtig. Und ihr Kind ist bescheuert, weil es das nicht tut. Und auch das hat eben seine Berechtigung, weil was nützt, ja, also jemand, weil ich hatte auch mal eine Geistheilerin, mit der ich Seminar gemacht habe beim Freund und da hat sie gesagt, nee, sie hilft ihm nicht, sie würde das schon machen ohne Geld, wir haben da ein paar Mal ja geschlafen wegen dem Seminar, aber sagt sie, Herr Ingenieur, der würde sich gern massieren lassen von uns Mädels und verwöhnen, aber die energetische Heilung würde der nicht zulassen, der würde seinen Körper blockieren, ich bin ja Ingenieur. Ne? Also das war für mich auch eine Erkenntnis. Also diese beiden Beispiele mit den Büchern, als auch jetzt, dass das ja, und du findest, desto weiter du fortschreitest, ja immer weniger Leute, wo du, egal ob Coach oder Heiler, wo man sich irgendwie sozusagen das Gefühl hat, da kommt man vorwärts, da ist man gut aufgehoben. Das wird ja nachher extrem dünn, desto weiter du vorwärts gehst. Also von meinem Gefühl her. Und in meiner Erfahrung mit den Geschichten von den unterschiedlichen Lebensbereichen, die ich hatte, ist es für mich immer wieder so gewesen, jedes Mal neu reinspüren, neu reindenken, sich neu informieren. Was passt diesmal? Was braucht es diesmal? Weil es ist, oder vielleicht gibt es ja auch Leute, bei denen immer das Gleiche, ganzes Leben lang die gleiche Methode hilft. Bei mir war das nicht so. Bei mir, ich muss wirklich jedes Mal neu reinspüren. Ja, genau. Also es ist bei mir auch so, dass es immer in verschiedenen Lebensphasen gab es verschiedene, jeweils eine andere Methode, die gerade meine Lieblingsmethode war und mich weitergebracht hat. Und irgendwann war es dann vorbei. Da hat sie dann nicht mehr gegriffen. Dann brauchte ich wieder was anderes, um den nächsten Schritt gehen zu können. Und was ich noch einbringen wollte, ist, ich kenne einen anthroposophischen Arzt, der jetzt im Ruhestand ist. Und der betont immer wieder, dass wir viel zu schnell dazu tendieren, eine scharfe Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit zu ziehen, die so gar nicht existiert, sondern jeder hat einen aktuellen Zustand oder Entwicklungsstand und den kann man natürlich verändern und schauen, wie man da den nächsten Schritt geht. Aber etwas scharf als krank zu definieren und dann zu sagen, jetzt ist es gesund,
Das ist so eine Illusion, der wir häufig aufsetzen. Ich habe anlässlich von der Krankheit meiner Mutter dann mal so eine Theorie entwickelt, dass man, je älter man wird, umso schwieriger ist es für den Körper im Gleich, also für Körper und Geist vielleicht auch im Gleichgewicht zu bleiben. Weil wenn man dann an einer Stelle herumdoktert, dann hat das wieder Auswirkungen auf die nächste Stelle. Und je älter du wirst, ist es umso schwieriger, das Gleichgewicht in einfach das materielle, medizinische Gleichgewicht zu halten. Und da ist, glaube ich, vielleicht schon auch der Geist dann gefragt, der dann irgendwie da noch durch innere Aktivität oder weiß nicht durch was so diese das ein bisschen auswiegen kann, weil das ist ja eigentlich die Stärke des Älterwerdens, dass der Geist sich auch weiterentwickelt. Schwierig ist es bei dieser Theorie dann, was ist, wenn der Geist eben sich schon langsam verabschiedet, wie man das dann sieht, weiß ich nicht, ja. Aber dass das immer schwieriger ist, das physische Gleichgewicht zu erlangen, was in der Jugend selbstverständlich ist. Da bist du halt einmal 3 Tage krank und dann bist du wieder gesund und alles ist mehr oder weniger im Lot, wenn du jetzt nicht ein schweres Trauma mitschleppst, ja. Ja, das ist mir dazu eingefallen. Also ich habe noch ein. Oh, ich würde sagen. Mach du, Viktoria. Nein, ich wollte nur fragen, also in Bezug auf anthroposophischen Ärzte, hat Rudolf Steiner nicht gesagt oder geschrieben, dass die geistigen Krankheiten vom Körper kommen und die körperliche Krankheiten vom Geist kommen oder so etwas Ähnliches. Das hat mein Mann immer gesagt. Mein Mann war Anthroposoph und ich persönlich, ich habe Steiner nie geschrieben, gelesen. Aber mein Mann hat ständig von Steiner gesprochen. Aber diese so, dass wir eigentlich oft in, also wir schauen die falsche, auf die, der falschen Seite, also wenn wir etwas heilen wollen, also dass dieses, ja, weiß nicht, weiß jemand, ob das stimmt oder nicht? Oh. Vielleicht hat mein Mann das erfunden, ich weiß nicht. Es wird aber Sinn machen. Im Grunde ist ja das, was wir die ganze Zeit mehr oder weniger sagen, nicht? Dass Geist und Körper zusammengehören, nicht? Und dass sie sich gegenseitig bedingen. Und wahrscheinlich wäre Gesundheit ein Balance zwischen all dem, nicht? Ich meine, das wollte ich vorhin sagen, wir haben ja auch gar nicht Gesundheit definiert. Wir wissen ungefähr, was krank ist, aber was ist eigentlich gesund? Ich meine, zum Beispiel kann jemand total körperlich krank sein, aber irgendwo komplett gesund im Geiste. Ja? Die Frau, die ich morgen besuchen werde, nochmal, die ist ganz schlimm dran, kann eigentlich nur noch liegen, aber sie ist so strahlend. Also ich war richtig von Sorgen, als ich sie letzte Woche besuchte, zum ersten Mal, seitdem ich wusste, dass ihr so schlecht geht, habe ich das überhaupt nicht erwartet und ich war total berührt davon. Wirklich bis ins Tiefste berührt, wie sie mit strahlenden Augen sagen kann, ja, das ist halt so, es tut einen Haufen ganz fürchterlich weh, aber ich habe ein gutes Leben gehabt, ich kann auch gehen, sozusagen, ja. Also, wow, habe ich gedacht, irre, ja. Und da würde ich eben sagen, ist die Gesundung durch die, nicht durch die körperliche Krankheit, aber mit der körperlichen Krankheit, die geistige Gesundheit, Gesundung stattgefunden, wahrscheinlich. Denke ich mir jetzt gerade mal so. Ja, ich habe meinen Onkel, also vor ein paar Tagen habe ich meinen Onkel besucht und ich habe ihn seit 5 Jahren nicht gesehen, aber wusste, dass er krank war mit Parkinsons und das geht so langsam bis zum Tod. Und das war für mich eine heilige Erfahrung irgendwie, wie er irgendwie in diese so am Liminus irgendwie, also das ist zwischen Leben und Tod, aber er war so ausstrahlend und friedlich
Und seine Augen haben diese Klarheit. Es war, ich bin dort, ich wollte, ich habe gedacht, ich bleibe nur eine Viertelstunde. Ich habe ihm einige Geschenke gebracht und so weiter. Und ich blieb 4 Stunden, habe es überhaupt nicht gemerkt. Ich habe gedacht, ich war dort nur eine Viertelstunde. Aber das war, weil irgendwie konnte ich in diesen heiligen Raum auch eintreten, irgendwie. Also mit ihm als mein Begleiter. Es war unglaublich. Ich würde dann nochmal zurückkommen auf die Trennung zwischen gesund und krank. Also ich hatte letztens auch diskutiert, dass ich jetzt in einem Prozess bin und da meint ein Freund so, ach, du bist krank. Na, wenn du wieder gesund bist, melde dich. Und dann habe ich einen Brief von der Krankenkasse gekriegt, die haben sich umbenannt. Also eine Betriebskrankenkasse, also nur mit BBK, also und ja, meine Krankenkasse. Also das zementiert auch so die Krankheit, also im Namen und das macht und im Sprachgebrauch, also das ist so im allgemeinen Sprachgebrauch, da ist kaum was mit gesund. Also es ist gerade so die letzten Tage mir ein paar Mal über den Weg gelaufen, das wollte ich nochmal zum Besten geben, was mich gerade so anteasert, wo ich so denke, so kann man das nicht irgendwie ins Positive, also nicht per se positiv, aber auch nicht per, also das ist so das Negative zementieren. Also von meinem Gefühl her gerade. In Österreich gibt es ja, da ist ja auch so Umstrukturierung gewesen bei den Krankenkassen und Zusammenlegungen. Und die Gebietskrankenkasse, was so alle Leute aufgefangen hat, die heißt jetzt die österreichische Gesundheitskasse. In Luxemburg heißt sie auch schon seit ein paar Jahren Gesundheitskasse und nicht mehr Krankenkasse. Ja. Das heißt, man muss für die Gesundheit etwas zahlen. Ja, auch ein interessanter Gedankengang, Viktoria. Besser für die Gesundheit zahlen als für die Krankheit, oder? Und wir tun das doch auch mit unserem Leben, zahlen wir doch für die Gesundheit. Nein, man wird von dieser Kasse darin unterstützt, gesund zu werden, gesund zu bleiben, Gesundheit zu fördern. So würde ich das interpretieren, der Hintergedanke. Und es heißt ja, dass in China früher die Ärzte bezahlt wurden, für die Patienten, die nicht krank wurden, die gesund blieben. Und Genau. sobald ein Patient krank wurde, bekamen sie nichts mehr. Ja? Genau. Und Weil wenn das du wäre eigentlich ein. verdienst du ja selber nichts, also kannst du ja nicht mehr zahlen. Das war ja die Logik dahinter. Und dann bemühst du dich, den Menschen gesund zu halten, nicht? Wenn sie dir monatlich oder wie auch immer irgendwie einen Obolus geben. Ist schon spannend, ja. Und auch Krankenhaus, Gesundungshaus oder irgend sowas. Klingt auch doof, aber vielleicht kann man da noch einen schönen Namen finden. Also ich weiß nicht, ob diese Geschichte stimmt. Ich kenne natürlich auch schon ganz lang mit diesem China und auch den Wandel in unserem Gesund, also die Krankenkassen sozusagen, hat schon der Walter Lechler gesagt. Also der hat mal eine Klinik in Bad Herrenalb gegründet, so eine psychosomatische Klinik. Also das ist schon 40 Jahre her. Und jetzt läuft mir gerade ein Buch über den Weg, das heißt Overlife. Also ist irgendwie auch ein Spiegel-Bestseller, wo der beschreibt den Weg von Medizin 2.0 zu Medizin 3.0. Also wo genau beschrieben wird, dass eben diese künstlichen Grenzen, irgendwelche Werte sozusagen, werden vom Labor bekannt gegeben. Dann sagt die Medizin 2.0, ja, okay, muss man beobachten, bis halt sozusagen irgendwie dann ein Grenzwert erreicht ist, dann muss man handeln. Und die Medizin 3.0 würde viel schneller in die Prävention gehen. Also das ist der Schritt, der eigentlich ansteht. Weil mir fällt natürlich auch noch das ein, was heißt die Psychosomatik, dass eben bis es sozusagen sich manifestiert im Körper, sind ja vorher schon eine Menge Stufen gelaufen, vom Geistigen dann übers Emotionale, bis sich sozusagen der Körper, bis der halt irgendwas entwickelt hat an Krankheit, an Zellveränderung und so weiter.
Meine Heilpraktikerin sagt auch immer, du hast was mit den Nieren, aber du brauchst nicht zur Schulmedizin gehen, die können ja gar nichts nachweisen. Da bist du noch lange unter dem Schwellenwert. Das heißt, diese 3.0 gibt es, aber die kannst du selber bezahlen. Naja, das ist halt einfach ein Weg, also wie sich jetzt wohl eben verschiedene Richtungen innerhalb der Medizin sich evolutionär weiterentwickeln. Also dieses Zusammenwachsen von konventioneller Medizin oder wie man halt spricht und dann Erkenntnisse von Naturmedizin oder Homöopathie, was auch immer. Also ich habe das Gefühl, da ist schon was, eine Veränderung im Gang. Also auch in Richtung Selbstverantwortung, viel stärker als noch vor, würde ich sagen, 10, 20 Jahren, ist viel stärker eine Selbstverantwortung spürbar. Sonst würden sich ja solche Bücher auch nicht verkaufen. Und vor 50, 60 Jahren war die Selbstverantwortung selbstverständlich auch, ne? Weil da sind die Leute deutlich weniger oft zum Arzt gerannt. Ja, man sagt ja auch, dass Leute so oft zum Arzt gehen, damit wenigstens irgendeiner ihnen mal zuhört. Weil in den letzten Jahren ist ja auch die Vereinsamung in den letzten Jahrzehnten immer stärker geworden. Und der Arzt hört wenigstens mal 3 Minuten zu oder so oder fasst sie mal an. Menschen, die nicht mehr berührt werden und der Arzt, wenn er mal so Untersuchungen macht oder so. Also ist sicher vielschichtig, aber. Vorbeuge, wenn ihr gucken würdet, wie viele ich in Nahrungsergänzungsmittel da stehen habe und jeden Tag. Ich habe jetzt gerade einen Zahnarzttermin, hätte ich heute gehabt, weil ich Schmerzen hatte letzte Woche und jetzt habe ich den abgesagt, weil ich habe CDL genommen und zwar ziemlich massiv und seit 3 Tagen bin ich schmerzfrei. Es war richtig so, dass ich nicht essen konnte, weil es so schlimm war und so. Es gibt Methoden. Wahrscheinlich hätte der Arzt vielleicht ein bisschen rumgebohrt oder irgendwas, weiß ich nicht, aber Antibiotika verschrieben mit Sicherheit. Was ist CDL? CDL ist Chlordioxidlösung. Das ist ein Wundermittel irgendwie bei vielen Sachen. Auch einfach spülen nur im Mund, das hilft ja auch ganz schön viel. Es ist praktisch ein Desinfektionsmittel. Aber ich habe es auch innerlich verwendet, weil es war irgendwo. Also. Ich würde Meine noch Nachbarn. mal, mein Nachbar schwört auch da drauf und ich habe aber auch eine Freundin, die das genommen hat und die hat es ein paar Tage genommen und dann hat sie so dermaßen Durchfall und alles bekommen, dass sie sagt, das rühre ich nie mehr an. Es kann sein, es muss aber nicht Ja, daher. muss nicht sein. Ja, es gibt ja ganze Bücher darüber, ne, und von Erfolgserfahrungen, aber sie hat halt da eine schlechte Erfahrung gehabt. Bei mir muss ich aufpassen mit dem Magen. Also nicht auf nüchtern Magen nehmen oder so, weil es dann zu heftig ist. Aber sobald ich irgendwie was im Anflug ist, so nehme ich das und das ist in kürzester Zeit weg. Und das finde ich also schon mal genial. Insofern muss ich nicht zum Arzt gehen. Ich freue mich, dass ich ihn abgesagt habe. Ich wollte noch Der hätte mal. sicher auch wieder. Ja, Mach okay. du zu Ende. Dachte, du Ich bist. dachte, das hätte mich sicher mindestens 100 € gekostet und auf die Art und Weise war das günstiger. Bis zum nächsten Mal. Ramona? Ich wollte noch mal darauf eingehen, dass ja vor 50, 60 Jahren man weniger zum Arzt gegangen ist. Also, ich glaube, es gab ja auch nicht so ein Netz von Ärzten, Punkt 1. Und ich habe mir gestern den Vortrag von deinem Bruder angehört, Heidi. Und der hat Zahlen gesagt, dass in den nächsten 10 Jahren 30% der Zahnarztpraxen verschwinden, weil sie keinen finden, der das übernimmt. Na, das ist ja egal, ist ja bei allen Firmen ist es ja dasselbe. Kein Nachfolger in Sicht. So. Und das heißt, automatisch, sagt er, in der Stadt wird es noch nicht so schlimm sein, aber auf dem Land ist es jetzt schon zu spüren. Da brauchen wir nicht 10 Jahre warten auf dem Land. Das heißt, du kannst dann gar nicht, ja? Das heißt, wir werden sozusagen durch das Nichtvorhandensein
von Möglichkeiten. Das ist ja heute schon so. Du brauchst ja fast ein Jahr, bis du einen Augenarzttermin kriegst und sowas. Ich weiß, mein Vater nach seiner Krebsbehandlung 3 Jahre Wartezeit für Psychotherapie. Also entweder bist du tot oder hast es geschafft, oder? Ich sag mal, nach 3 Jahren brauchst du auch keine mehr. Also, naja, egal. Und also das heißt, da kommt jetzt sozusagen allein durch diese, wie heißt das, demografischen Faktor, ja, ein Druck auf die Selbstverantwortung. Ja, und wir als Kinder haben noch Halswickel gekriegt, wenn wir Halsschmerzen hatten, oder Fußwickel, wenn es, das weiß, kennt heute keiner mehr. Ich erzähle das manchmal, wenn irgendwelche jüngeren Gäste da sind. Oh, kennt man nicht. Also es gibt ja jede Menge natürliche Mittel, die man nur halt wieder entdecken muss. Ich wollte jetzt noch Anna fragen, ob das jetzt für dich ein bisschen mehr geklärt ist oder irgendwie, ob das näher an dem dran ist, was du suchst. Ja, also ich fand es jetzt schon, Aspekte davon war ich hilfreich, vor allen Dingen dieser, wieder das ganz banale Marie-Rose, diese Erinnerung dran, wie sehr doch ein voller Magen oder Zahnweh oder was auch immer den Geist absorbieren kann. Also wirklich, dass du dann, also von eben ein voller Bauch studiert nicht gern bis zu eben unter Schmerzen kannst du einfach, ja, bist du geistig total eingeschränkt und behindert. Also allein das eben, diese Interaktion von beiden Richtungen, ja, allein das hat mich jetzt schon, und auch die Vielfalt der verschiedenen Wege, weil ich merke, verführerisch ist bei mir immer wieder diese Falle, es gibt sozusagen eine absolute Wahrheit, verstehst du? Das ist meine Falle. Oder einen Ich Weg. Und dabei völlig klar, es gibt nur individuelle und ein Herannähern sozusagen an irgendeine Verbesserung oder eine Wiederentdeckung des Alten. Also ein Spruch, den ich sehr mag, ist, auch als Menschheit irren wir uns empor. Sehr schön. Ja, dann gerne noch ein kleines Checkout mit dem, was ihr noch beitragen wollt. Ein für mich hat das, was Anna jetzt gesagt hat, das ist für mich ein gutes Schlusswort. Dem mag ich jetzt nichts hinzufügen. So was Ähnliches wollte ich auch sagen. Genau, ein guter Spruch. Kannst du das nochmal wiederholen, Anna? Also einzeln, das gilt jetzt, wir machen, also die Evolution schreitet voran durch Versuch und Irrtum, ganz allgemein. Und wir als Menschen auch, mehr oder weniger, und als Menschheit irren wir uns auch empor. Und es gibt keine absolute Lösung, die in jedem Augenblick eben passt. Und manchmal gibt es keine Lösung. Dann Das geht es dann den auch eigenen eben. Weg. Ja. Das war mein Checkout. Genau, und wenn es gut läuft, dann kann man Weisheit gewinnen da draus. Genau. Aber da ist auch keine Garantie drin. Man kann es nur beabsichtigen. Na, ich würde es ergänzen, was du sagst, Anneliese. Das dauert manchmal Sekunden und manchmal Jahrzehnte und manchmal ein weiteres Leben. Es macht nicht Mut, aber gut. Victoria, Schön. hast du noch was kurz? Nur noch etwas von Rudolf Steiner, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber was mein Mann auch immer gesagt hat, weil er hat Rudolf Steiner angeblich zitiert, dass das Wichtigste ist, beim Kaffee oder Tee trinken, muss man im Voraus wissen, was man schaffen will. Also das, ich weiß nicht, warum ich das plötzlich, er hat gesagt, die Deutschen trinken Kaffee, um gegründet zu sein.
in der Erde und die Engländer haben Tee absichtlich immer getrunken, um das Imperium, also weltweit zu schaffen. Also mehr kann ich nicht sagen, und das kam von meinem Mann, also angeblich von Rudolf Steiner, aber ich plötzlich habe ich daran gedacht, weil ich in der letzten Zeit trinke ich nur Kaffee, und dann habe ich gedacht, naja, warum denn? Also ich lasse euch das, also damit, also zu experimentieren und weiter forschen. Wollen wir das Imperium mit Tee erobern? Naja, das hat er auch gemeint, also von Individuen, also irgendwie, ob man etwas Intellektuelles schaffen will, also rein vom Kopf her oder vom Gehirn her oder ob man das mit dem Körper, also in der Erde sozusagen, also mit zwei Füßen auf der Erde. Okay. Also ich kann nicht sagen, also ich trinke beides. Okay, und wir sind ja am Brunnen und sollten eigentlich Wasser trinken. Prost, guten Abend. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.